Das hier ist kein epischer Film oder so, Freunde, sondern wirklich eine Fortnite-Map. Und hier bei dieser riesigen, epischen Drachen-Map spielen wir eine Runde Fortnite-Mörder. 100 Jahre gehen vorbei, jetzt ist es soweit. Ihr seht schon, Freunde, mit dabei haben wir unsere drei Eisprinzessinnen, Cody. Alter, das ist mein Drache. Dann haben wir noch D-King, der wird jetzt geklatscht von Cody. Ich bin hier. Ja, hey, ich kannst nicht schlagen, du hast Mika. Ach, scheiße, man kann nicht schlagen. Ja, und wir haben noch Mika dabei, der die Map gebaut hat. Ich bin jetzt famous YouTuber. Digga, let's go, Junge. Freunde, und ich muss sagen, diese Map, Digga, puh, guckt einfach gleich hin, Digga. Es ist wirklich schon in der Art Superheldenmörder. Jetzt nochmal Intro. 100 Jahre gehen vor. Wir haben ja auch vier verschiedene Biome, Freunde, in denen gespielt wird. Und das hier ist der Schlüssel, Freunde, eine Zielsucherwaffe. Und Mörderwaffe ist natürlich logisch. Dann würde ich sagen, geht's jetzt los in 3. Warte, ich wollte noch etwas anmerken. Das Ding ist halt, wenn man halt, du weißt, halt Mörder, 3, 2, 1, go! Digga, er hat die Waffe gesucht in der Zeit, wo er geredet hat, der Hund. Nein! Safe! Waffe ist weg, Freunde, Cody hat sie. Ich würde sagen, ah, warte, man kann hier Lichtdingens auswählen. Water, ja? Nature, Fire, Fire and All. Geh Feuerbiom. Achso, wir können uns die Biome aussuchen. Feuerbiom. Ich geh lila. Ich geh ins Naturbiom, Digga. Da, wo du hingehst, in den Wald. Auf weil du ein Naturboy bist. Übrigens, Freunde, ich glaube, wir haben die Map schon mal gespielt. Trotzdem könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr diesen Bauer supporten wollt, Digga, weil das wirklich, Digga, so viel Arbeit in dieser Map, die hier drin steckt, das ist unnormal. Ey, ich wollte nur einmal kurz anmerken, dass ich das Speergerät habe. Okay, ich hab Stinkfisch, Digga, und Stinkbogen, Digga. Der Bogen zum Bogen. Was macht der Bogen? Nein, ich hab das Speergerät gefunden. Ach so, was? Gefunden schon? Ja. Den Schlüssel so schnell? Ja. Hä, welches Biom bist du gewesen? Feuerbiom gewesen. Feuerbiom. Das lag da einfach. Peking ist Eisbiom gewesen. Ja. Das wäre viel zu weit weg gewesen vom Feuerbiom. Außer es liegt genauso in der Nähe von der Mitte. Dann könnte es so Deking gewesen sein. Hier lag es. Aber sonst müsste es Jacuzzi sein. Ach, da oben liegt das? Ich war Dingens. Hier lag es. Boah, okay, ich weiß nicht, Digga. Jacuzzi. Jacuzzi ist da hinten gespawnt. D-King ist hier gespawnt. Und ich da hinten. Ich weiß nicht, Digga, ob man wirklich so schnell da hinkommt. Ich glaube, Jamie sagt es einfach nur. Der. Jamie, du weißt, wie Mörder geht, ne? Du darfst nicht die Waffe hinlegen und als Mörder und dann sagen, du hast die Schuhe gefunden, ne? Nein, als ob, echt? Oh, Leute, jetzt habt ihr. Aber ich werde erstmal sagen. Meine Mörderwaffe. Expelliano! Expelliano? Hä? Okay, auf jeden Fall lag die Waffe hier. Wollte ich nur einmal anmerken. Ich bin der Detektiv. Krass. Ja, okay, dann mach was. Ich weiß nicht mal, wer hier war. Ja, das ist die Sache. Jeder ist in einer anderen Ecke gespawnt, aber die einzigen, die neben dir sind, ist eigentlich das lilane Biom. Ich denke auch, es ist der Kusi. Das ist relativ nah. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Klar, ich bin eben darüber gelaufen, dann wieder zurück. So schnell kann man gar nicht hier hoch. Du hast die Map gebaut, du kennst bestimmt Abkürzungen. Also, stimmt, ne, Jacuzzi, der hat die Map gebaut. Also, ihr könntet schon ganz schnell ins andere Biom Waffe droppen und ganz schnell weg. Theoretisch stimmt. Ob ich dazu in der Lage bin, weiß man nicht. Ah, ich bin wieder gefallen. Leute, warte. Kommt mal wieder hoch. Oh! Wer ist das? Stabil. Ah, hey, was geht? Ich hab einen Fisch, Digga. Ich auch, guck mal. Guck mal, wie herzlich der ist. Digga, der sieht aus wie du. Ja, ein bisschen sieht der echt aus wie ich, Digga. Jetzt, wo der Schlüssel gefunden wurde, haben wir an sich einen, der auf jeden Fall nicht der Killer ist. Und das ist auf jeden Fall Cody. Cody wird uns also jetzt irgendwie versuchen zu beschützen. Bis jetzt liegt der einzige Verdacht auf Jacuzzi. Cody, bist bei mir? Auf D-King habe ich wirklich gar nichts. Gar nichts. Also müssen wir eigentlich warten, Freunde, bis die Zeit abläuft und wir somit raus können oder halt eben, bis der Mörder seinen ersten Schritt macht. Ich bin stuck. Mut aber nicht, dass der Mörder sich traut, seinen ersten Schritt zu machen. Wenn ich warum traust du dich nicht, Kid Maeve? Wer ist das? Guck mal. Wer ist das? Das bin ich. Okay. Hier, Cody. Wer Ahmed ist, wäre schon safe einer gestorben. Stimmt. Safe. Bruder, ich kill echt immer sehr schnell, Leute. So, Jacuzzi ist neu. Ich hätte den Typen direkt vor euch eingetötet. Cody kann es sein. Was hättest du gemacht? Davor? Ich wäre dumm gewesen und hätte einfach irgendwas einfach nicht abgeknallt. So, Jacuzzi ist das erste Mal dabei, ne? Er ist auch sehr ruhig, weil der Trottel einfach mitten im Weg den Schlüssel versteckt hat. Deswegen, ich denke ganz ehrlich, es ist Jacuzzi. Weil ich weiß, denke, Ahmed, versuchst du ganz, ganz schnell hör mir zu. Ahmed weiß natürlich, wie ich spiele. D-King. Das war nicht gefaked. Vorne springt einer rum. Wer ist das hier? Ich bin da. Ja, ruhig, keine Bewegung machen, nicht okay, direkt spielen hier. Ich bleib hier. So, ganz ruhig, okay, warte. Ich glaube aber, D-King kann gar nicht hier gestorben sein, sonst würden hier Sachen liegen. Dann müsste ich glaub hier nicht safe sein. Wenn D-King wirklich tot ist, ist Jacuzzi safe, muss ich sagen. Sucht mal alle Biome ab, D-King könnte theoretisch gut faken, aber es sah nicht aus, als wäre es fake. Irgendwer hat geschossen. Ich bin im Eis, ja, ich war das, ich habe mich darüber gebounced. Achso, okay. Such mal hier alles ab. Cody?
Okay. Cody ist tot auf einmal und Deking ist tot. Das Einzige, was meiner Meinung nach jetzt möglich sein könnte. Deking war am Reden, Cody kam ihm plötzlich entgegen und Deking hat ihn einfach beim Laufen zack, Spitzhacke Kill und hat dann beim Kill gleichzeitig auch aufgehört zu reden. Das würde erklären, warum dieses Reden so plötzlich aufgehört hat, so mitten im Satz und es nicht so gefaked rüberkam, weil er wirklich Cody gekillt hat und dann war einfach still. Und Cody hat den Schlüssel, Cody kann es nicht sein. Wenn Cody tot ist und Deking zur selben Sekunde, muss es Deking sein. Bam, Junge! Detektiv! Und ich habe noch Dingens, Visual Sounds an, Digga, deswegen weiß ich, dass hier irgendwer... Welcher Schlawiner ist das? Wer ist das? Ich bin hier oben, hier bei meinem Dingens. Der gerade beim Nacht, ja. Okay. Suche ich alles ab. Bleib du im Gebiet. Sobald du das Gebiet verlässt, sagst du mir Bescheid. Ich check die anderen Gebiete ab. Wird der Mörder jetzt wirklich sich trauen? Digga, es kann nicht sein, dass beide gleichzeitig sterben. Ich hab was gesehen. Ja, aber Hauptsache ich war's. Ich hab's auch nicht verstanden. Bruder, dein Aim war grad zwar scheiße, Cody, ne? Aber Bruder, hä? Hast du nicht Schlüssel? Das Ding ist, ich wusste nicht, dass dieser Scanner der Schlüssel ist, also habe ich einfach nicht mitgespielt, Digga! Oh. Ich hab mich komplett auf die falsche Fährte gebracht, Digga! Bruder! Ey, ich hab mich direkt am Anfang schon verraten, deswegen musste ich das tun! Okay, Freunde! Boah, eklig, Digga! Okay, weiter geht's, Freunde, nächste Runde! Round 2! 3, 2, 1, go! Also, es geht los! Okay, verkackt. Miese verkackt. Ja, Kursi, wenn du die hast, werf die wieder rein. Nein. Okay, ich hab sie gesehen. Ich hab sie gesehen. Einer hat die doch in der Hand. Hä? Oh mein Gott. Nein. Wer hat die? Ja, jetzt auch alle Waffen wieder rein. Wer hat die? Ja, Kursi. Nein. Ich guck, das ist Cody. Das ist Cody. Okay, es geht wieder los. 3, 2, 1, Hallo. Schick mal. Eins, los. Go! Ey! Was ist das los? Worauf wollen wir wetten, dass Cody die einfach behalten hat? Ich schwöre, nein. Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das seht im Cut. Auf jeden Fall mussten wir jetzt dreimal neu rollen, Digga, weil irgendwie ganz der Fax gemacht wurde. Ich geh Lieder ins Biom. Oha, okay, scheiße! Ich geh Eisbiom. Geh in Natur. In dieser Runde, Freunde, betreten wir das Eisbiom. Mal gucken, was wir kriegen, Digga. Oha. Ich sag euch so, wie es ist 100% Schmody. Ich schwöre, Digga, nein. Eisbiom voll wack. Ach nee, echt? Ich hab einen normalen Bogen, Digga. Und eine Schildblase. Wow! Ich schwöre, der die Map gebaut hat, ist echt ein... Also es müsste ja jetzt langsam der Schlüssel platziert sein, ne? So langsam müsste wirklich Schlüssel platziert sein. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich wette, Cody hat wieder den Schlüssel. Ich bin es nicht! Wetten, du bist es? Ich bin es nicht! Die Sache ist, also gerade eben war das schon ein bisschen auffällig. Also ich bin ehrlich, Freunde, ich hab im Lootport gesucht, aber Bruder, da war einfach kein Schlüssel. Schlüssel? Mörderwaffe meine ich. Okay, es ist Ahmed, hundertprozentig. Es ist Ahmed. Und wer ist hier? Okay. Ahmed würde sich niemals versprechen. Du bist nicht der Ahmed, den wir kennen. Du hast dich verändert. Seitdem du einen umgebracht hast. Ey, bitte Mörder, ne? Bitte platzieren den Schlüssel jetzt nicht irgendwie 500 Millionen Meter von irgendwo entfernt oder so. Bitte. Ich pack den im Busch. Oh, ich hab ihn im Busch gefunden. Jungs, ich hab ein Problem. Ich bin stuck. Was denn? Oh ich auch. Nein. Ich bin stuck. Wo seid ihr stuck? Nein, ich bin im Feuerbiom in irgendein Loch reingefallen und komme jetzt nicht mehr raus. Odemon war das, sagt Digga. Ah, bin rausgekommen. Wo bist du, Dicking? Im Feuerbiom. Warte, irgendwer, guck mal, das ist ja die Sache. Jetzt müssen wir Teamarbeit haben hier. Irgendwer, Digga, hat doch einen Impuls. Ah, ich hab hier diesen Bogen. Ach, boah, das ist sogar Dicking selber, Digga. Er hat sogar selber den Bogen. Ey, Junge, oh so lost, Gott. Alter. Teamarbeit. Hey, da ist er. Dicking, komm her. Komm mal her. So, der Schlüssel müsste ja schon versteckt sein. Muss ja. Wo ist Dicking hin? Guck mal, da hinten rennt einer. Da. Wer ist das? Da. Hinterher! Ich hab den Schlüssel! Männer. Ich hab den Schlüssel! Halt's Maul. Der ist im Gebüsch, ja. Ne? Ja! Der war hier im Gebüsch. Es ist Ahmed. Ich? Leute, es ist Ahmed. Was hab ich damit zu tun, du meine Schlüssel gecallt. Hitchelt? Du hast es vorhin gecallt. Was hab ich gecallt? Wisst ihr, wie ich den gefunden hab? Wie? Ich bin von der Map gefallen und bin genau neben dem Schlüssel gespawnt. Ja, Bruder, guck mal. Ja, meinst du jetzt, weil er im Busch war oder was? Ja. Ja, Digga, was kann ich denn dafür, wenn die dann im Busch passiert? Es ist Ahmed, das ist so eklig, wie er spielt. Das glaube ich auch. Ich bin Detektiv, ich wäre dafür, dass wir Cody töten. Wer ist auch noch dafür? Warum mich? Wer ist noch dafür? Wer bist du? Ich bin Cody. Bist du vor mir, Cody? Ja, das bin ich. Soll ich dich töten?
Das bin ich. Ich laufe nicht gerade im Feuerbiom rum. Aber dann alles gut. Töte mich. Diese Runde bist du offensiv, Digga. Bruder, ich bin doch Detektiv. In der letzten Runde warst du relativ defensiv. Ich bin doch Detektiv. Ja, aber ich will nur sagen, dass du diese Runde richtig offensiv bist, Digga. Achso, du denkst, ich meine, es ist gleich wie Viconi. Nein, aber ich denke, du weißt, wer der Mörder ist. Ich weiß nicht, wer der Mörder ist. Ich glaube, du weißt, wer der Mörder ist, aber willst es nicht sagen. Ja, okay, sag's. Das ist Ahmed. Ja, siehst du? Ja. Ahmed hat mich angeschubst. Hat mich angerufen, hat mir eine Postkarte gesendet, dass er Mörder ist. Also Postkarte habe ich nicht geschickt, ne? Aber ich habe ihm geschrieben. Ich meinte, Bruder, guck mal, ich bin Mörder, aber ich darf diese Runde nicht dingens lügen. Ich muss die ganze Zeit die Wahrheit sagen. Weil das eigentlich spielen wir nicht Mörder, wir spielen eigentlich, Ahmed muss 24 Stunden die Wahrheit sagen. Ja. Nein. Boah, das wäre echt eine geile Idee, Digga. Leute, lasst mal Daumen nach oben, wenn ihr das sehen wollt, Digga. Oder vielleicht nenne ich die Folge einfach so und sag ab jetzt die ganze Zeit Wahrheit. Ahmed, bist du der Mörder? Bist du das? Ha! Hä? Hä? Oder diese Schildblase ist so weg, Digga. Das war, ich wollte Schildblasen machen, dass wenn ihr schießt, ist gut. Probier's nochmal. Oh! Warum hab ich Mörderwaffe in der Hand? Was? Er hat mich verwirrt. Ich guck den gerade so an, ich sehe diese Mörderwaffe. Digga, ich guck dieser Blase hinterher, wie so Schluss fliegt. Auf einmal, ich denk mir so, warte, Bruder, ich hab Mörderwaffe in der Hand, Digga. Oh. Eigentlich war das nicht der Plan, Freunde, aber im Endeffekt habe ich die Wahrheit gesagt. Vielleicht nenne ich die Folge ja wirklich so. Freunde, ich würde sagen, das war's mit Fortnite Mörder. Wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Video. Macht's gut und haut da rein. Übrigens, folgt mir auf Instagram, weil ich bin gerade in Paris.